Herzliche Grüße aus dem Schlaraffenland. Ich bin Frau Lux und ich darf euch heute die Marke Greta Gold vorstellen. Hello girl, you feel good? I hope you are really good. Greta Gold ist hier in Hamburg angesiedelt und wir befinden uns gerade in dem wunderschönen kleinen Ladengeschäft. Und wie ihr seht, ist hier alles voller Süßigkeiten, also der Kindheitstraum eines jeden, bis man Bauchschmerzen bekommt. Und wer das alles hier inszeniert hat und wer dahinter steckt, das ist der Stefan Krosel, den ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Ja, hallo. Moin, moin, Stefan. Moin, Janine. Ich freue mich total, dass wir hier zu dir kommen durften und dich hier ein bisschen ausfragen dürfen. Nämlich, das alles ist wunderschön bunt, total durchgestaltet. Warum machst du das? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, mich haben ja immer, also letztendlich ist es durch ein Versehen entstanden, weil ich bin eigentlich Schuhhändler und habe mit Süßigkeiten gar nicht so viel am Hut, weil bislang gehabt. Und in dem Geschäft habe ich einen kleinen Süßigkeitenladen gehabt und dort habe ich dann halt eine Eigenmarke entwickelt, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ja. Oh, wie schön. Ja, also es ist, falls man das hier sehen kann, das ist alles unglaublich durchgestylt. Also alles hat so diesen niedlichen Charme der 50er Jahre auch. Es ist alles sehr, sehr handwerklich, sehr hochwertig. Warum der Stil der 50er Jahre? Ja, mich haben immer die 50er Jahre begeistert, weil ich finde, das war so eine fröhliche Zeit, so eine Aufbruchstimmungszeit. Die Spießigkeit aus der Zeit möchte ich gerne weglassen, aber so diese Fröhlichkeit, die da war, die sich in den Filmen wiedergespiegelt hat, in den Farben, in den Formen, das hat mich immer begeistert und deswegen musste die Greta auch in den 50ern leben. Ja, super. Ja, genau. Die Greta ist ja quasi die Imagefigur, also die Präsenterfigur. Das kam woher? Also ja, also letztendlich auch nur bei einer Flasche Wein ist das so entstanden. Wir hatten irgendwie anfangs über irgendwas mit Sternschnuppe oder sowas nachgedacht und kamen dann irgendwann, weiß ich nicht, nach der zweiten Flasche Wein auf die Greta. Und mittlerweile, also ich finde es total schön, weil die Greta eine wahnsinnige sympathische Ausstrahlung hat. Absolut. Und das ist, versuchen wir auch, diese Sympathie oder diese Fröhlichkeit eben halt auch in unsere Produkte hineinzubringen und sie da halt auch lebendig werden zu lassen, die Greta. Ist euch absolut gelungen. Also Dankeschön. Jedes Mal, wenn ich die Produktlinien so sehe, möchte ich was mitnehmen. Es ist halt auch eine tolle Geschenkidee. Es ist immer was dabei, was man schenken kann. Ihr habt das sehr thematisch gemacht für bestimmte Anlässe. Durchgestylt als Designerin geht mein Herz hier jedes Mal auf. So, wir können uns jetzt natürlich nicht alle Sachen angucken, die es bei euch so gibt, weil das sind einfach unglaublich viele. Aber erzähl doch mal, was sind denn so deine Lieblingsprodukte? Ja, meine Lieblingsprodukte, also für die Frau wäre es die Portion Liebe und für den Mann würde ich das Cowboy-Frühstück empfehlen. Das ist großartig. Spiegelei in süß. Super. Genau, und nun könnt ihr einen schönen Geschenkekorb von Greta Gold gewinnen, indem ihr dieses Video auf Facebook teilt und somit in den Lostopf kommt. Morgen wählen wir dann unter allen Teilern den Gewinner aus und ihr bekommt einen schönen großen Geschenkekorb mit Greta Gold Produkten nach Hause. Also viel Spaß, viel Erfolg und viel Glück. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr ganz, ganz viel postet und wünsche euch auch noch eine schöne Weihnachtszeit.